Ende rauszuhauen. Wir probieren dieses Konzept einfach mal. Bin gespannt, ob das überhaupt, ob man damit überhaupt Gewinn machen kann mit sowas. Da kommt auch nicht so die riesen Fahrstrecke. Hier ist so ein kleiner Underground-Bereich. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nee. Dann kommt die Bahn hier wieder raus, macht die Kurve und fertig. Und da machen wir, nee, 20 Pfennig Eintritt, dass da wirklich auch der Letzte noch mitfahren kann mit seinem letzten Geld sozusagen. Und das Ding halt einfach Resterampe. Oh, die Kurve hinten, die ist aber heftig, ne? Also, uiuiui. Niedrig, niedrig. Na gut, da könnten die 20 Pfennig fast schon zu günstig sein. Dann bleiben wir natürlich bei den Mauswagen. Achso, es ist schon die Höhe. Das sah gerade so ein bisschen komisch aus. So, öffnen für 20 Pfennig. Da könnt ihr jetzt euer letztes Geld loswerden in der Bahn. Siehst du, guck mal, der kann mitfahren, weil er noch 1,40 hat und jetzt kann er noch mal ein paar Mal hier, Restrampe, ist das Geld wirklich wert? Genau, jetzt kann er noch mal hier mitfahren, noch mal seine letzte Kohle raushauen. Die Kampagne läuft noch. Als nächstes kommt dann, achso, Unterbau, Achterbahn, das ist diese hier, okay. So sagen die Leute zur Resterampe. Resterampe ist Geld wirklich wert. Da gibt es wirklich Leute, die sagen, sie möchten was Aufregenderes als Resterampe erleben. Aber gut, ne, wenn die dann kein Geld mehr haben, dann sind die froh darüber, dass die noch mit Resterampe fahren können. Die Leute für 20 Pfennig. Muss man doch mal so ganz klar sagen. Wir können natürlich hier hinten die Kräfte noch so ein bisschen dämpfen. Mit welchem Speed knallen die denn da um die Kurve? Mit 50, mit 40. Hat die Bahn Bremsen? Nee. Dann bauen wir die nochmal ein Stück länger. Mit einer Auslaufzone sozusagen. Dann können wir nämlich die Station auch noch länger machen. So, auf geht's. Restrampe ist wieder in Betrieb und wartet auf Fahrgäste. Gucken, ob die Bahn jetzt ein bisschen besser kommt. Ja, okay, der fährt jetzt mit 35 durch weite Kurven. Das ist deutlich angenehmer für die Fahrgäste.
Na gut, ist es glaube ich auch nicht wirklich Stationsbremsen versagensicher. So, die ersten Leute kommen. Nur ist die Wertung ja noch schlimmer. Die seitlichen Gehkräfte sind nicht mehr so hoch. So, Shuttle Loop defekt mit der Sicherheitsabschaltung. Los Leute, kommt zur Restrampe. Das ist die beste neue Attraktion im Park. Wasserrutsche defekt. Sicherheitsabschaltung. Wobei ich fast schon glaube, Resterampe steht zu dezentral, um die Aufgabe zu übernehmen, hier den Leuten noch den letzten Pfennig aus der Tasche zu ziehen. Ich glaube, da müsste das lieber hier vorne irgendwo am Parkeingang stehen, aber es bleibt auch mal dort hinten. So, beim Golf ist auch nichts mehr los. Die weigern sich 4 Mark für eine Partie Golf zu bezahlen, aber Golf ist doch eine schöne... 3 Mark kommen sie wieder an. Golf ist doch eine schöne, reichen Sportart. Da kann auch der Eintritt nicht teuer genug sein. Yangtze Tour, keine Warteschlange. Ach so, weil die etwas Aufregenderes erleben wollen. Und hier kommen sie noch. Ah, ich glaube, diese Achterbahn zu bauen, das war jetzt so ein bisschen... Das war jetzt so ein bisschen hier der... Der Vorteil, weil wir jetzt richtig Geld einnehmen. So, Werbekampagne beendet. Wir legen gleich noch mal eine hinterher. Wir machen kostenlose Fahrscheine auf Resterampe. Dadurch, dass es bloß 20 Pfennig kostet, der Eintritt, ist der finanzielle Verlust jetzt nicht so groß. Und hier machen wir Werbung für... Bootscoaster, einfach nochmal. Oder für die Irrtisch-Piraten. Ah ne, waren wir jetzt hier beim Bootscoaster. Achso, Werbekampagne für Lefty ist beendet, okay. Jo, das macht eine gute Entwicklung. 99 Besucher fehlen noch, bis das hier geschafft ist, das Level. Was kommt denn als nächstes? Eine aufregende Attraktion am 14. März. Das ist... Oh, ein Freefall Tower. Oh, das ist natürlich eine praktische Sache. Das werden wir auch bauen dann. Der legendäre Kult Freefall Tower. Freier Fall. Gut, das ist natürlich auch wieder ein Must-Build. Also, na gut, wir haben eh jetzt mittlerweile... Mittlerweile dürften wir eh schon jede Attraktion hier im Park gebaut haben, die es ja im Spiel gibt, inklusive der Add-ons. Nee, Quatsch, im Park nicht, aber generell. Und deshalb ist jetzt ja... jetzt noch nicht so die Überraschung da, wenn irgendwas rauskommt. So, jetzt werden die Bahnen hier gut gefüllt. Das bringt natürlich richtig Geld, wenn in einen Wagen 4 Leute reingehen. Das sind das 4×7, sind 28. Mal 2 sind dann 56.
Und 56 mal 6 ist eine ziemlich hohe Zahl. Oh, es fängt sich hier an mit Regnen. Das heißt, mit jedem Umlauf, die diese beiden Züge fahren, nur 336. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre mehr. Wir haben 7 Sitzwagen mit 4 Sitzplätzen. Das Ganze zweimal. Und für jeden Sitzplatz müssen wir 6 Mark bezahlen. Das sind 636, tatsächlich. Also jeder Umlauf hier macht 636 Mark Profit. Da sage ich doch nicht nein, jetzt fängt es wieder an mit Regnen. Das heißt, der Sturm auf die Infostände geht los. Righty-Lefty haben jetzt Shuttle-Loop abgelöst mit dem höchsten Ertrag. Restrampe macht einen Verlust von minus 1. Das finde ich akzeptabel, dadurch, dass es die Restrampe ist. Was denken die Leute darüber? Restrampe, ist das Geld wirklich wert? Restrampe war ganz toll. Ich fahre nicht Restrampe, wenn es regnet. Würdet ihr mit Restrampe fahren? Ja, ne, oder? Bestimmt. Das ist dann eine ganz, ganz angenehme Strecke. Ich muss mal kurz was trinken. Wo ich eigentlich jetzt eh nicht mehr so lange aufnehme gleich und gleich durch bin. Kleinen Schluck aus der Bulle. Lecker, 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 lecker. Mineralwasser. Still. Man könnte eigentlich auch Leitungswasser trinken. Da fällt mir ein, ich wollte mir schon immer mal gerade im Hinblick auf den Sommer mir so eine größere Trinkflasche holen. So Plastik oder Alu. So, aber ich fand es über die vermüllten Wege. Was ist da schon so los? Müsste das nicht durch die Kotze eigentlich, durch den Regen jetzt eigentlich weg? Tüdelt werden. Also ich wollte mir eigentlich schon immer mal, gerade im Hinblick für Sommer. Ach ja, es läuft schon eher. Mir mal so eine Plastiktrinkflasche holen, wo vielleicht so 1,5 Liter reingehen und dann halt immer schön mit Eis würfeln. Oh, warte mal, das ist ein kaputter Mülleimer. Da ist tatsächlich ein kaputter Mülleimer. Das haben die Leute randaliert. Fatal.